wünsche euch ganz viel Spaß beim Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Und ich schiebe jetzt genau wie meine Kühe manchmal. Königstochter, Jüngste, mach mir auf! Tja, was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nur und mach ihm auf. Die Königstochter ging und öffnete die Tür. Da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Quack, heb mich herauf, damit wir zusammen essen. Sie zögerte, bis es endlich der König befahl. Der Frosch erst auf dem Stuhl war, quack, wollte er auf den Tisch. So, nun schieb mir meinen Tellerlein näher, damit wir zusammen essen. Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass es nicht gerne tat. Der Frosch aber ließ es sich gut schmecken. Doch ihr blieb fast jedes Bisslein im Halse. Mmh.